Hallo, willkommen zur Show. Ja, zu diesen sogenannten Arbeitsclips, während ich arbeite. Richtig, die Tür habe ich noch nicht geschafft. Ich lasse mir Zeit. Ich finde es ja toll, diese Korrespondenz bei Facebook sich zu unterhalten. Ja, ich kaufe auch bei Großhändlern ein. Bin ja nun mal ein Fachhandel, ja, aber nicht Fachhandel für Figuren, sondern das ist an sich nebensächlich. Hauptsächlich ist und bleibt Foto- und Filmproduktion und hauptsächlich bleibt auch die 100% Dienstleistung für Studenten und für viele andere auch. Wie gesagt, der Preis ist geringfügig hier und der Preis bleibt auch geringfügig hier und die Dienstleistung bleibt 100%. 100% Dienstleistung. So, diese Videospots hier, die gemacht werden zwischen der Arbeit, ihr merkt, da muss ich ausmachen, weil ein Kunde reinkommt. Ich mache es trotzdem. Ich habe so gut wie keine Zeit, aber es macht mir so viel Spaß, auch während der Arbeit, mal Luft zu holen. Wer kann sich das denn schon gönnen? Ja, wer kann sich schon gönnen, bei der Arbeit zusätzlich auch noch so Fanvideos zu machen, sich über Figuren unterhalten? Da sind wir also auch schon beim Thema heute. Natürlich werden die bei Großhändlern eingekauft. Es gibt die Freeze Card, die haben leider nicht solche Figuren, wie ich sie gerne hätte. Heho, die Firma Heho hat natürlich, aber es sind harte Konditionen bei denen, man muss viel Geld opfern, um an die Figuren zu kommen. Man zahlt ab 200 Euro EK ein, um an Ware zu bekommen. Ist halt nicht so einfach. Richtig, viele bei den Verrückten hier, Star Wars Verrückten, die sich da unterhalten, sind ja fast über 20.000. Hier sind, wenn wir Glück haben, 800 und vielleicht 2 oder 3 die, oder 5, wenn ich Glück habe, die Interesse haben, so einen Videoclip zu gucken. An alle Kunden, so einfach ist es nicht, an Figuren zu kommen. Viele Kunden kommen hier rein, hätten gern. Ich habe hier Motorradfans, Modellautofans, die Militärfans. An die Militärfiguren, die wunderbar filigran, aber leider eine Zeitgeschichte beinhalten, wo es nicht so gut war. Krieg 1, Krieg 2 war nicht so angenehm. Da sind auch einige Kunden nicht so begeistert. Es kann sein, dass es hier an dieser Gegend liegt, in dem das hier ist. Wir sind zwar seit 60 Jahren hier vor Ort, sind aber kein Spielzeugwarenfachgeschäft, sondern Dienstleistung. Ja, Dienstleistung in der Welt der Medien, Dienstleistung in der Welt der Kopien und so weiter, Druck. Ja, Druck, also Druck.de. Ja, es wird gedruckt, hergestellt und so weiter. Aber wenn man schon in der Spielzeugbranche war, 30 Jahre lang, und jetzt nicht mehr ist, also seit 10 Jahren nicht mehr in der Spielwarenbranche tätig, aber trotzdem, man findet die Figuren toll. Das gibt ein anderes ein Feeling, es sieht anders aus. Aber, wie gesagt, Fragen beantworten. Also erstens wette ich mit euch, dass ich in 10 Jahren immer noch alleine hier sitzen werde, weil es nicht so leicht ist, welche zu finden, die mitmachen. Ja? Ich suche Firmen, Cosplayer, Fans aller Genres. Ich suche Leute, die wirklich Lust haben, vor der Kamera mitzuarbeiten. Überwiegend finde ich leider Leute, die hinter der Kamera arbeiten, nicht vor der Kamera. Also hinter der Kamera ist schon alles voll. Kabelleger, Lichtleger, Tontechniker, alles da. Kameraleute, alles da. Aber nur vor der Kamera. Also bin ich als Chef sozusagen vor die Kamera gerückt, um dieses ins Leben zu rufen. Die deutsche Fanshow, also die, ich muss mal überlegen, die 100% Star Wars Fanshow. So, ich kann nicht jeden Schauspieler, ob Natalie, jetzt habe ich Pinwood im Kopf, ich muss ja auch viel arbeiten, ich mache das ja auch spontan. Also wie gesagt, Amidala Schauspieler, ja, ich nenne jetzt nicht alle da, ich bin jetzt kein crazy Fan, an sich bin ich ja involviert, arbeitstechnisch sieht die Welt nämlich anders aus als Fan. Als Fan ist man, sage ich jetzt, Maler, Elektriker, Bauarbeiter, sag ich jetzt mal. Und dann ist man irgendwie Fan von irgendetwas, Fußball oder sonst was. Aber wenn man beruflich involviert ist, in Foto, Film und im Herstellen und im Backstage und alles, und wenn immer der Boss anruft, so wie jetzt, ich tue es mal da weg, hier habe ich vorhin The Star Wars Show graduiert, weil The Star Wars Show gefällt mir. Ich habe auch eine englische Graduierung gemacht. Genau, ja. Ich liebe die Technik. Empfindet das so, als wäre es ein Live-Video.
gut, jetzt können wir uns nicht unterhalten live. Ich beantworte die Fragen also via E-Mail und bei Facebook. Wie gesagt, diese Firma existiert seit 60 Jahren und Star Wars seit 40 Jahren, seit 30 Jahren beruflich involviert. So 30 Jahre bei Star Wars involviert, deutschsprachig Werbung. Das wird jetzt auch nicht mehr wiederholt. Figuren aller Art. Also noch einmal, ich suche welche, die handwerklich geschickt sind, um Displays herzustellen. Ich suche Cosplayer mit Kostüm. Ich suche Kostümnäher, also Mittelalter näher, also näher die Kostüme nähen können, die auch Lust haben. Gut, die, also die Technischen, also die, die arbeiten da an dieser Show, die werden alle bezahlt. Also alle, die an der Show arbeiten, werden bezahlt und die Gäste, schauen wir mal, ob wir die auch, ne, merkt ihr schon. Man muss nämlich heutzutage alles bezahlen. Vor 40, beziehungsweise vor 50 Jahren, wo alles angefangen hat, mit Super 8 und VHS und all solche Geschichten. Also in dem Dreh war alles spontan, jeder hat mitgemacht, jeder hatte Lust gehabt. Und wenn ich mir dazu anschaue, hier die Star Wars Verrückten, die mittlerweile da 19.000 Mitglieder haben, und ich verfolge das, seitdem die 1.000 Mitglieder waren, da sind natürlich sehr, sehr viele. Ich spreche jetzt alle Verrückten mal an. Ne? Ich weiß, verrückt bedeutet, so ihr seid da so New Generation zwischen 6, 12, zwischen 15, 25. Da gehöre ich natürlich als Oldest nicht hinein, ab 55 plus aufwärts. Ist alles klar, verstehe ich auch alles. Aber wenn man beruflich involviert, das ist wirklich dabei. Wenn man weiß, dass George Lucas ein knallharter war, wenn Kellogg's beinahe abgestürzt wäre, weil eine Klage auf die zugerollt wäre, 1999, weil Kellogg's sich erdreistet hatte, da Figuren reinzuschmeißen in die Kellogg's Boxes, die also George Lucas nicht abgesegnet. Also George Lucas hat ja erkannt, dass man damit viel Geld, und Mark Hamill genauso. Ne? Und als Star Wars Fan muss ich jetzt mal gucken, ich mache jetzt mal auch zwischendurch so crazy Sachen, die dann gezielt nur die bekommen, wie George Lucas, der guckt sich das sowieso nicht an. Mark Hamill kann sein, dass er sich das anschaut, wenn er Zeit hat. Vielleicht mal auch solche crazy Mini-Clips zu machen, da 100 Sekunden oder so. Thank you Mark Hamill for the show, thank you Mark Hamill for Luke Skywalker Actors and so on, und mal gucken, irgendwie fällt mir da was ein. Wie ihr merkt, ist das ja auch alles spontan. Während der Arbeit irgendwas machen, ich meine, während der Arbeit, ich habe immer noch mein T-Shirt an hier mit, ist ja kein Kunde da, seht ihr da? Okay, ich mache jeden Spaß wirklich, ich mache jeden Spaß mit, und es soll auch Spaß sein, es soll sich wirklich jeder wohlfühlen, also nur wer das mag, ja, also jeder soll sich wohlfühlen. Und ist ja auch nicht so einfach, den Kunden, den realen Kunden zu erklären, was das hier bedeutet, so zwischendurch. Das sind die Spontan-Clips. Ich zeige dann, wie gesagt, heute mal nicht die Figuren. Ich habe die Figuren ja schon gezeigt, die demnächst kommen werden. Boah, es ist nicht so einfach, da ranzukommen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn jetzt eine Firma, ja, aber die bieten mir nur Tassen, Teller, Kugelschreiber, Elbenwald, ich möchte keine Konkurrenz aufmachen zu Elbenwald oder anderen, nein. Ich möchte auch nicht Mike Ferreira da irgendwie. Mike Ferreira, den mag ich, der verkauft, er tut zwar so, als wäre er Fan, er macht das sehr geschickt und verkauft die Figuren auch zu günstigen Konditionen. Gut, eine Figur für 29, 39, 49 ist nicht günstig, ja. Umgerechnet habe ich in meinem Leben nie 50, 60, 70, 80, 90 D-Mark oder 1000 D-Mark für eine Figur ausgegeben, noch nie. Auch im Einkauf nicht. Ne? Gut, in einer Riesenfirma, wo ich tätig war, wer noch das Wort Rosskoten kennt, wer noch die Karstadt AG kennt, wir haben natürlich containerweise eingekauft und haben uns knubbelig und dick an solchen Sachen verdient, ist klar. Nicht ich, sondern die Firma. Ja, so heute, wo ich nur Fan bin, auch viel Geld ausgebe, auch wenn ich ihn haben möchte, und ich bekomme ihn halt nicht bei meinem Großhändler, weil bei meinem Großhändler, ich möchte diese eine Figur haben, muss ich bei meinem Großhändler 200 Euro bezahlen, plus 19% Mehrwertsteuer, um diese Figur zu erhalten, und dann bekomme ich natürlich den ganzen Kladderadatsch dazu. So, wenn ich Blisterware kaufe, ja, zahle ich 210 Euro. Hallo, Grüße.
Moin, moin. So, die Kunden kommen natürlich von überall her, so im Radius 30 Kilometer. Wir sind eine reine Dienstleistung. Wir stellen natürlich auch CD, DVD, Blu-ray her. Wir überspielen, wir zeichnen auf. Ja, und deswegen kam man so drauf, oder ich kam jetzt drauf, zieh es doch mal durch als Fan. So, 10 Jahre habe ich jetzt Zeit, 10 Jahre, um es vielleicht mal zu schaffen, eine eigene Convention von und für Fans. Wenn man jetzt sucht, dass man Cosplayer findet, die irgendwelche Kostüme herstellen, leicht fliege ich mal in Amerika und quatsch da und dann habe ich. Aber nee, ich tue es mir wirklich an, hier mit den Deutschen zu sprechen und die Deutschen zu fragen, habt ihr Interesse, habt ihr Lust? Und ich wette mit euch, es wird nicht klappen, leider, ist so. Weil irgendwo ist die Luft raus hier, in dem sogenannten Papierdeutschland. Irgendwie stimmt was nicht. In einigen Regionen, also ich finde es toll, dass in Regensburg, in Augsburg, in München, in Österreich, dass da wirklich viele Fans sind. Frankfurt vor allen Dingen, Frankfurt, ja. Ja, die waren ja auch genau, da war ich. Ich unterhalte gerade mit Phil Dyris und Phil Dyris hat natürlich recht, dass Sideshow vieles ankündigt und dann immer Jahre braucht, um das auszuliefern. Ich warte also seit dem Film, das werde ich dem Phil auch mal eben sagen. Phil, begrüße dich total und recht herzlich. Wie gesagt, mach keine Live-Videos. Das ist natürlich jetzt eine Aufzeichnung. Wir haben am 20. miteinander korrespondieren wir am Tag. Also lieber Phil, ich bedanke mich recht herzlich, dass wir uns unterhalten. Ich finde dein Fun-Werk finde ich super. Also deine Seite finde ich, also eure Seite finde ich super. Also Fun-Werk finde ich super. Das, was ihr anbietet, finde ich super. Und auch die Korrespondenz, wenn wir uns so unterhalten. So, zum Beispiel, ja, ich warte auf Rogue One seit Kino. Dezember und ich höre nur Ende 2017 und so weiter. Ja, richtig, also ich suche Sideshow, also ich möchte Sideshow zeigen, also Sideshow, Hot Toys, Kabuki, Artifix und natürlich The 6 Inch bzw. Black Series, sagen wir mal so, die Hasbro Black Series. Die Hasbro Black Series, die ich mir zwischendurch angesehen habe in Orlando, ist fantastisch, gefällt mir, jetzt, Feuer, oha, oha. Wer die Rogue One Figuren gesehen hat, in den Normalblistern, boah, wie sahen denn die Figuren aus? Ne? Als Händler bin ich natürlich an Handel auch interessiert, so ist es nicht. Ich würde schon gerne Handel treiben wollen, aber wenn ich das mir jetzt so hier anschaue, da liegen die Figuren lose rum. Und dann steht da, ja, wie viel ist denn die wert? Also, mir ist das vollkommen egal, wie viel die Wert hat, ob diese Figur überhaupt Wert hat, ist mir persönlich vollkommen egal, weil ich sammle die jetzt und ich möchte die stehen haben, ich möchte diesen Raum voll haben, voller Figuren, dass mir das sehr viel Geld kosten wird und vor allen Dingen sehr viel Zeit kosten wird, darüber brauchen wir ja gar nicht Sinn, ja, also ich muss Regale besorgen, ich muss Glaseinheiten besorgen, aber es wird mir so viel Spaß machen, dass andere haben eine Eisenbahn aufgebaut, ich baue mir einen Shop, woran ich jeden Tag drin sitze und arbeite und wenn ein Kunde sich darin erfreut und wenn ein Kunde sagt, wow, ist okay, finde ich toll. Ich habe viele junge Kunden, die sagen, wow. Natürlich kommen die nicht wegen Star Wars. Ne? Die sagen immer, ja, ich kenne da jemanden, der mag Star Wars. Boah, dann muss ich doch mal Bescheid sagen. Ja, meistens kommen die Leute natürlich nicht, weil die Leute nicht solche Fans sind, wie ich jetzt ein Fan bin, der sich jetzt nicht damit identifiziert, der jetzt auch nicht unbedingt Portland oder Natalie oder Mark Hamill oder irgendjemand im Kopf haben muss, Nielsen oder sonst einen, George oder andere. Ja? Ich meine, ich sehe die und sage, wow, ja, genau, der hat doch auch da mitgemacht. Was mich nämlich wirklich, also was mir persönlich Spaß macht, ist Backstage. Die Leute, die ihr nämlich nicht kennt. Ja, vom Beleuchter angefangen, von demjenigen, weil ich auch grüne und blaue Matten verlegen musste. Sowas, versteht ihr? Daran mitarbeiten, man kriegt ein Kommando, du musst da blaue Matten, grüne Matten, die müssen da hin, die müssen so und so groß. Fensterplatten bemalen, also Schaufenster, also damals war das so auf
Glasplatten wurde gemalt und die mussten dann so hingestellt werden, dass die Kamera das erwischt und dass man in der Ferne angeblich Berge und so weiter. Also die Tricktechnik der Jahre vor 50 Jahren sah ja ein bisschen anders aus. Vor 60 und vor 100 Jahren erst recht. So, wie gesagt, es macht mir unheimlich viel Spaß, mit Phil Deirich zu sprechen, mit Klaus W. Schafe, der ein sehr guter Zeichner ist, mit Thorsten Zink, mit Martin Binias, mit Steffen Karl Weinsbau und natürlich mit Rupert Schneider. So, und auch mit Frank Wendler, ja. Oder mit Kerstin Wischold. Aber mit, oder vor allen Dingen Mandy Jankowski-Schmidt. Mandy Jankowski-Schmidt, die wunderbare Bücher schreibt. Also, wie gesagt, ihr merkt, der Kreis ist klein, obwohl wir bei Facebook bei den Verrückten 19.000 sind. 19.000 Verrückte bei Star Wars. Facebook aber, wie gesagt, keine Ahnung, so richtige Gespräche werden da nicht geführt. Wenn hier Kunden reinkommen, wir führen hier richtige Gespräche und es macht auch wirklich Spaß, auch am Stammtisch, Star Wars Stammtisch. Einige haben auch gefragt wegen der Schaufenster. Die Schaufenster sind aus Sicherheitsgründen anders gestaltet, weil wir Südseite. Wir haben von morgens bis abends die Sonne hier. Dann könnt ihr mir glauben, wenn so ein gutes Stück einer Sonnenbestrahlung von fast 10 Stunden ausgesetzt wird, ist diese Figur nicht mehr ansehnlich. Ja? Es werden auch ungern Figuren angekauft von Rauchern, weil die Figuren, könnt ihr euch vorstellen, in einem sehr stark verrauchten Raum, solche Figuren, sie riechen, sie sind gelblich, das macht dann keinen Spaß. Diese Figuren werden jetzt auch nicht gesaved, die kommen jetzt nicht in irgendeinem Kellerraum. Ich habe bei einem gesehen, der hatte 25.000 Figuren da. Ich konnte keine einzige Figur sehen, weil die waren hintereinander, einfach so reingestellt, ja, peak fein. Also als Wertanlage sehe ich es nicht. Also ich werde mir den Teufel tun, hier mir 25.000 Figuren hier hinstellen und vielleicht vom WDR mal begrüßen, oh, ein total verrückter, oh, ne, 15 Sekunden Ruhm. Nee, den Ruhm gönne ich mir selbst. Ja, ist halt so. So, ich warte auf die gesamten Rogue One Figuren von Sideshow Hot Toys. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt kein Verrückter. Wenn ich ein Verrückter wäre, dann wäre ich natürlich jetzt schon in Hongkong und hätte da schon eingekauft. Oder in Amerika. Nee. Jetzt soll der Spaß machen. Ich warte jeden Tag, bis der DHL-Bote oder UPS-Bote oder GPS-Bote hier klingelt. Nein, reinkommt und mir die Ware bringt. So wie gestern den Helm, dann Kylo Ren und so weiter. Also jetzt muss ich mir eine neue Kylo Ren-Maske besorgen, beziehungsweise Helm. Einen einfachen, weil die Figur muss ja nicht unbedingt so teuer. Okay, die Sachen, also die Cosplay-Sachen sind auf mich, beziehungsweise auch meine Figur zugeschnitten. Die habe ich auf mich selbst persönlich zuschneidern lassen. Und die stehen jetzt an den Figuren. Ja. Also wir haben uns auch gerade über Natalie unterhalten. Natalie als Amidala ist ja auf kaum einer Convention zu sehen, leider. Schade eigentlich. Vielleicht kommt es ja mal. Aber ja, wenn wir 50 Jahre Star Wars feiern. Wir haben ja Glück, dass die Natalie dann auch mal wieder erscheint als Schauspielerin und sagt, ja, ich war Amidala und so weiter. Ich meine, Carrie Fisher fand das nicht so lustig, hat sie auch zugegeben, immer als Leia, Prinzessin und so weiter. Aber Leia, beziehungsweise Carrie Fisher, ist nun mal jetzt eine Prinzessin bei Walt Disney. Die kommen jetzt als Hasbro große Figuren, Dolls raus, richtige Dolls kommen die raus. Da freue ich mich schon drauf, wenn ich sie euch zeigen kann. Ja. Ich finde es auch gut, hier mit Alexander Rotter mich gerade zu unterhalten, weil Alexander Rotter versteht auch nicht, warum die Portland Amidala als Schauspielerin, Natalie, da nicht mehr so, ne? Also er wusste jetzt nicht, warum die in Ungnade gefallen ist. Also sie ist bei den amerikanischen Fans in Ungnade gefallen. So, also der Alexander Rotter, mal hier gucken. Mal hier gucken, Natalie. So, Natalie und die Star Wars Fans. Also Karrieretief nach, also Natalie Portland hatte ein Karrieretief nach Star Wars. Leider, ja. Star Wars zerstörte fast Natalie Portland, das ist kein Scherz. Ja.
so war das. Und also es war schon heftig. Ja. Weil viele wissen gar nicht, was so alles, was da so alles vorgefallen ist. Und ja, Natural Department kann also Star Wars kann also auch einem das Genick brechen. So ist das. Ja, wenn man bedenkt, dass der Jungdarsteller von Anakin in Star Wars 1 Episode, ja, ihr wisst, er hat es nicht geschafft. Hat nicht hingehauen. Ist halt so. Ja, aber es ist halt so, ne? Eine Rolle kann auch zerstören. Ist richtig. Ein Fernsehen, alles kann zerstören. Einmal 15 Sekunden missgebaut, kann das für immer enden. Ist richtig. Ich hoffe jetzt, wie gesagt, ob ich in 10 Jahren nochmal alleine hier sitze und ob in 10 Jahren ich mit dem Rupert noch sprechen werde, mit dem Martin, mit dem Phil, mit dem Klaus, ach, mit allen hier, weiß ich noch nicht. Aber jedenfalls, und auch mit Mandy, jedenfalls 10 Jahre, meine lieben Freunde. Ich rufe alle auf, noch einmal. 10 Jahre haben wir jetzt Zeit. Ich versuche in 10 Jahren diesen Shop jetzt auf Star Wars zu trimmen. Es wird einmal im Monat eine tolle Sendung geben. Am Wochenende ist, wie gesagt, Stammtisch und so weiter. Es wird sich immer ausgetauscht werden mit Figuren. Es wird demnächst auch immer so spontan Videos geben, wenn ich neue Figuren bekommen habe. Ich werde die Kamera dann anmachen, über die neuen Figuren sprechen. Und wenn ich Daten über diese Figuren finde, das ist eine alte Figur hier, über alte und neue Figuren dann immer in der Green Box vorstellen, wie ich jetzt in dem letzten Clip die allerneuesten schon vorgestellt habe, live von Orlando. Bedanke mich nochmal beim Kamerateam. Und ja, wollen wir mal schauen, was da so rauskommt. Also ich schaue mir die Seiten an von Mike Ferreira, ich gucke mir die Seiten an von Funwerk, dann gucke mir natürlich die Sachen an, die halt auch bei Star Wars die Verrückten abläuft. Ne? Jedenfalls eine Rolle kann schon mal jemanden zerstören, das ist halt so. Star Wars kann ein Fluch werden, Star Wars kann auch ein Fluch sein. Im Moment klappt es. Im Moment klappt es, im Moment Bodega, Daisy Ridley und so weiter, auch der Kylo Ren Darsteller, David und so weiter, ach alle. Im Moment läuft es, im Moment ist es okay. Im Moment kann man sagen, Star Wars hat eine gute Feder. Also George Lucas hat was Gutes getan, muss man halt so sagen, nach Rogue One ist klar. Viele waren noch knatschig wegen Episode 7, aber bei Rogue One, da sind sie doch schon ein bisschen, wow, und dann ist 4 so, wow, nochmal richtig gekickt, ja, und so weiter. Also, ja, und dann hat man ja jetzt The Star Wars Show in Orlando. Die Moderatoren sind sehr nette. Man bemüht sich, man arbeitet, man macht erstklassige Kulissen, ne, und all solche Sachen, ne. Ja, ist halt so, ne. Jetzt sehe ich gerade Herrn Söder da. Herr Söder, CSU, ist nämlich auch Star Wars Fan. Die haben einen Wahlkampf und die nutzen alles, auch Star Wars. So, ich benutze Star Wars nur als Fan. Ich benutze Star Wars als Spaß. Soll nur Spaß machen. Ich will nichts verkaufen. Wenn ihr könnt mir natürlich was verkaufen, ist richtig, wenn ihr da tolle Sachen habt. Ich möchte ja sammeln. Ich möchte ja diesen Shop jetzt, ob ich 25.000 Figuren schaffe, war glaube ich nicht. Das ist eine Menge an Geld, aber wenn ich 100 super Figuren habe, wenn ich 1000 kleine Figuren habe, bin ich stolz drauf. Also wenn ich in 10 Jahren 1000 kleine Figuren habe, Black Serie, und wenn ich dann 100 große habe von Sideshow Hot Toys, bin ich zufrieden. Ja, 10 Jahre. So, wenn wir dann 50 Jahre Star Wars feiern, und ich habe vielleicht auch 10 1:1 Figuren hier stehen, und wir feiern 50 Jahre Star Wars im Jahr 2027. Meine lieben Freunde, ich würde mich tierisch freuen, wenn es klappt. Also alle, die durch Zufall diesen Videoclip sehen oder durch diesen zufällig gesehen, alle Kunden, die durch Zufall diesen Videoclip gesehen haben, wer wirklich Lust und Laune hat, wer auch hier real erscheint, täglich, in diesem Shop,
und auch die Dienstleistungen, Medien, wie auch Kopien und so weiter, wie auch Merchandising und wie auch Büroartikel etc. Wer das alles, ne? Das ist absolut nur für online. Also das ist nur online. Auch die Figuren nur für online und als Sendung. Das ist alles nur für die Sendung, die 100% Star Wars Fans. Dafür ist das gedacht, dafür gemacht und deswegen werden die Figuren eingekauft. Es wird wirklich nach Exponate gesucht, die man so nicht bei Toys R Us bekommt und so weiter. Dioramen, Cosplayer, Näher, Hersteller, Firmen, die sind alle aufgerufen zu unterstützen. Natürlich muss ich das alles bezahlen, das ist klar. Und wenn ich das bezahlen kann und wenn ich das Geld dafür habe, mache ich das auch gern. Also, 10 Jahre, 100 Star Wars Toy Us, Quatsch, Hot Toys Figuren von Star Wars, mindestens 10 1:1 Figuren, Cosplayer, so, und mindestens 1000 kleine, sollten in 10 Jahren hier, ne, verbaut, eingeräumt und was weiß ich. Ja, fangen wir mal an. The most beautiful hobby oder so. Okay, dieser Videoclip reicht für heute und ich habe noch anderes zu tun. Ich muss jetzt viel arbeiten und mache heute Abend den Videoclip fertig. Bedanke mich also jetzt noch einmal bei Phil Geirichs, Thorsten Zink, Martin Binias, Stefan Karl Weißbacher, Rupert Schneider und beim Frank Wendler. Ja. Und natürlich bei Trisha Galore. Trisha Galore ist eine Schriftstellerin, hat aber mit Star Wars nichts zu tun. Die macht aber abenteuerliche, sinnliche Bücher. Ne? Okay, da haben wir auch noch andere Autoren, wie Mandy Jankowski-Schmidt. Die macht natürlich Star Wars Bücher. Sie schreibt auch und sie malt und sie zeichnet und diverse andere machen das auch. Aber wie gesagt, diese Leute sind alle noch sehr jung und wenn man so jung ist, 30, 40, sogar 50 Jahre jünger wie meiner einer, dann ist halt natürlich eine riesen Zeitspanne, ist klar. So, die Sendung Absolut ist an sich für 55 plus gedacht, also ab 40 aufwärts, richtet sich auch nur an die Älteren und natürlich auch die irgendwelche Geschenke brauchen, können einen hier ansprechen. Bin dann gerne für euch da und sag, welches Geschenk man kaufen sollte für einen echten Star Wars Fan. Ja, der Star Wars Fan lebt meistens nicht hier, ist meistens weiter weg. Ist klar, Yoda, Darth Vader, die beiden sind natürlich hin und wieder auch Darth Maul. Also Darth Maul, Darth Vader und Yoda. Die drei kann ich immer 100 Mal hier einkaufen, die sind auch 100 Mal wieder weg. Alle anderen, wie man gerade da so Lust hat. Ne? Viele brauchen Modelle, viele brauchen dieser Tantan zum Beispiel, der hier käme 700-800-900 Euro in Sideshow oder Hot Toy. Ihr wisst Bescheid, also der Preis ist heiß, die kriege ich auch nicht billiger. Ne? Ist halt so. Ja, so, ich finde Amidala, die Portland finde ich toll. Schade eigentlich, dass die Amerikaner sie abgeschossen haben. Aber naja, warten wir mal drauf, was da so kommt in den 10 Jahren, wo ich jetzt hier als Fan arbeiten werde. Also an alle Fans, nein, an alle Firmen, die das herstellen, Hasbro zum Beispiel, die werden mich nicht beliefern, ist klar. Toys R Us wird mich auch nicht beliefern, ist auch klar. Aber an alle normalen Zwischenhändler, Großhändler, der große Aufruf, wer diese Sendung unterstützen möchte, möchte Kontakt aufnehmen, wird eingeblendet. Sammelfiguren.tv, web.de, das ist die Adresse, wo auch jeder schreiben kann und jeder kann da irgendwie mal auf mich zukommen. Würde mich freuen, auch hier live erscheinen. Wer also nicht kamerascheu ist, kommt natürlich auch vor die laufende Kamera und kann dann sein Statement über Star Wars abgeben. So, ich versuche so eine Show hinzubekommen, ich versuche auch eine super Kulisse hinzubekommen. Während der Arbeit ist das so eine Sache. Wie gesagt, ich hatte das schon im letzten Clip angekündigt, dass ich so gerne da hinten schon mal anfangen würde wollen und so, aber bin immer noch nicht dazu gekommen. Ich überlege, das ist immer am Wochenende. Also am Wochenende, wenn der Stammtisch ist, da habe ich ja Wurst aus, an diesem Stammtisch
sprechen wir ja dann immer nur über das Draußen und mal gucken. Vielleicht finde ich auch Leute, die Lust haben mitzumachen, die das hier dann umgestalten, neu gestalten, auch Lust haben, selber irgendwie Hand anzulegen. Ja, schauen wir mal. Ne? Also Backstage sind genügend da, vor der Kamera weniger. Mal schauen, irgendwelche Moderatoren werde ich sicherlich mal finden. Frage nur, wann, ich habe 10 Jahre Zeit. So, bis dahin, viel Spaß. Spontan Video, weil ich gerade mit einigen gesprochen, und zwar aus Dortmund. Eine erstklassige Truppe, muss ja gucken, aus Dortmund, wie gesagt, ich habe aus Versehen gerade weggedrückt, weil ich muss immer dazwischen, ihr wisst ja, wenn Kunden da sind, und ich mache gleich fertig, ne? Paar Sekunden. So, aber ich habe gerade ganz viele Kunden gehabt. Wollt ihr mit auf Kamera, oder? Nee, ne? Nee, da muss, ja, jetzt bist du aber, jetzt bist du, ja toll, jetzt setz dich da hin. Nee, will ich nicht schneiden. Also rüber, ganz schnell. Ja, die Kunden wollen nicht. Nee, habt ihr ja gesehen, nee. Und deswegen suche ich Leute, die sagen, ja, ich will vor die Kamera. Du kannst ja den Helm aufsetzen, dann kannst du dich da hinsetzen. Ne, ist klar. Aber da müssen die jetzt durch, die jungen Leute hier. Ich denke nichts. Dauert ja auch nicht lange, kriegen wir hin. Die Freundin kommt ja gleich erst, ne? Ja, um 3. Alles klar. So, wie gesagt, nochmal eben ganz schnell, es geht ganz schnell. Damit auch die junge Dame da sich da hinsetzen kann. Also es geht um die Star Wars Fan Dortmund über, ne, Star Wars Fangruppe, eingetragener Verein. Ich habe gerade mit ihnen gesprochen, mit Manu, Ella und dem Andreas und so weiter, also mit dem, der Vorstand wird. Ich habe ja nicht so viel Zeit, weil, ne, habt ihr gerade gesehen. Aber der Postbote war, der war da, während wir uns unterhalten haben, kam der Postbote. Da kann die junge Dame der, sich die Figuren gleich angucken. Ich schmeiße sie ihr dann gleich rüber. Ja. Also ihn habe ich jetzt auch bekommen in 6 Inch. Ich meine, ich bin jetzt spät dran. Mahlzeit, Grüße. Einmal durch. Okay. Ja, so ist das normal. Gerade ging schon wieder die Post durch, aber da lang. Ja, das ist die Regierung. Die macht auch wieder Lärm. Also ich komme schon zum Film. Also ich komme schon. Ach, die Regierung war auch dazwischen. Ihr merkt, hier ist immer was los, hier ist Action. Deswegen, darum geht's. Es geht darum, dass wir Action haben. Darum, es geht darum, dass wir Spaß haben. Es geht um die Echtheit. Wir sind Fans, wir sind verrückt, wir sind durchgeknallt. Wir mögen es einfach. Hier ist Harrison Ford in seiner Episode 7 Version heute gerade frisch angekommen. Ich mache jetzt schnell und ich bedanke mich auch für den netten Anruf. Genau, Spaß. Es muss Spaß machen. Und dieses Video ist jetzt gewidmet der Gruppe. Das ist alles brandneu. Habe ich auch gerade frisch mit unterhalten. Dortmund Star Wars e.V. Dortmund Star Wars e.V. Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir da irgendwas machen können. Wie gesagt, das kriegen wir hin. Also vor allen Dingen Spaß, Spaß, Spaß. So, hier kannst du eben an. Also, wolltest du nicht, die Junge da will ich in die Kamera. Kannst du ja aber hier so abholen. Ne, dann zeigen wir das hier. Ja. So, dann geht es jetzt hier weiter. Ist das nächste gute Stück? Ich muss auch aufpassen, dass ich jetzt nicht irgendwie da reinschneide. Mahlzeit, hallo. Ja, nicht gesehen. Ja, der aber wieder erkannt. Ja. Hütte voll. Trotzdem mache ich jetzt das nächste Geek kommen. Ist klar, da reden wir nachher aber. Ja, kannst du dir mal angucken hier. Hütte voll, trotzdem mache ich jetzt das nächste Geek kommen. Ist klar, da reden wir nachher aber. Ja, kannst du dir mal angucken hier. Ja.
So, jetzt kann ich auch ein bisschen laut sein. Wie gesagt, spontan, es war voll. Ich wollte das einfach durchziehen, weil Post war da, die Kunden waren da. Ich hatte das Gespräch geführt mit der Dortmunder e.V. Star Wars Truppe. Würde mich freuen, wenn die vorbei. Und dann, wie gesagt, Han Solo ist gekommen in E7, Black Serie Nummer 18. Dann, weil ich ja von vorne anfangen möchte, ich gebe mir jetzt 10 Jahre Zeit, um die Convention hinzubekommen 2027. Ob ich dann die Sachen alle verkaufen werde in 10 Jahren, weiß ich nicht. Aber jetzt kaufe ich erstmal und möchte sie dann nicht. Ne? Also, heute gekommen von der Firma Sideshow Heroes Revolution. Padma Amidala in der Trickfilm-Version. Nicht alle kennen die Figur, aber die Eingefleischten kennen die Figur. Ist also gerade eingetroffen. Ne? Hat lange gedauert. Und die neuen Figuren, die ganz neuen Figuren, da dauert erst recht, bis die kommen. Ich finde das so stark mit diesem Magnetverschluss. Haben die anderen Ditko und Sideshow, beziehungsweise die Firma Ditko und Dreireich, sagt das Wort schon, diese Figuren haben solche Cases. Und die Firma Sideshow macht ja an sich tolle Sachen. Wie gesagt, die bleibt jetzt erstmal stehen. Man hat sie also nicht so gut getroffen. Man sieht also nicht die Schauspielerin Padma Amidala. Aber kommt ja auch aus der gleichnamigen Zeichentrickserie. Ne? So, dann, wie ich schon sagte, es geht auf das Jahr 1999. Wie ich das große Glück hatte, eine Convention machen zu dürfen, selber ausgerichtet 1999 für die Firma Karstadt AG, für CineStar und für ein Privatkino. Diesbezüglich habe ich mir jetzt nochmal die alten Figuren kommen lassen. In manchen Sendungen habe ich euch ja schon gezeigt. Also irgendwann werde ich eine Sendung machen, eine Nostalgie-Sendung aus dem Jahre 1999. Diesbezüglich brauche ich dann all diese Figuren. Alle werde ich nicht bekommen. Ich habe also schon mit Amerika, aber ist einfach nicht so dran. Deswegen bin ich schon traurig, dass Amerika alles hat und wir gar nichts. Bin auch stolz drauf, dass ich wenigstens die rote Version von Amidala bekommen habe, 1999. Original 1999, Amidala, The Padma. Und Episode 1 als Porträt-Edition. Die schwarze, da komme ich nicht dran, da habe ich schon versucht. Ich kann es jetzt gleich nochmal durchstöbern. Ich stöber jeden Tag durch. Also wie gesagt, ich arbeite an Star Wars Games Workshop. Ich arbeite an der Sendung. Ich arbeite an den Figuren. Harrison hat jetzt auch schon eine gute Ecke jetzt gefunden. Meine lieben Freunde, ich habe das natürlich nicht günstig erhalten, weil ich im Spaßmodus, im Hobbymodus gewählt habe, um spontan eine Sendung zu machen. Demnächst werde ich natürlich wieder als Händler einkaufen, ruhiger, besonnen einkaufen, wenn es auf die Episode 7, 8 und 9 geht, kann man ja in Ruhe einkaufen, in Ruhe arbeiten, bei Hot Toys, bei Sideshow, bei Kubuki, bzw. ATF X kann man also in Ruhe dort einkaufen und ja, und dann wird die Show dann, also wir fangen an mit 1999, arbeiten uns dann durch. Ich werde natürlich auch die Originalaufnahmen von 1977 zeigen, wo ich selbst dabei war, auf Super 8. Die muss ich dann halt auf die Timeline bearbeiten und auf die DVD, damit wir es sehen können. Original ist halt auch da, Super 8. Ja, wenn man 30 Jahre für Star Wars unterwegs war, am Anfang Krieg der Sterne, als Darth Vader, in der Kleidung, in der Original-Kino-Kleidung für die Lichtburg, Stadt Essen und die Firma Karstadt AG. 2007 war was Böses passiert. Diesbezüglich hatte ich mich dann zurück, war ja auch 30 Jahre genug, so, ne? Da war ja auch ein bisschen still das Ganze, wie dann George da verkündet hat, dass er das alles verkauft. Aber 2015 hat mich doch so ein bisschen, und 2016 durch Rogue One, boah, durch Rogue One, zack, zack. Also Rogue One hat mich so dermaßen wieder aktiviert und ja, jetzt die Celebration 2017 war zwar nicht, aber wir sind 40 Jahre. Also man ist jetzt 40 Jahre dabei, also 30 Jahre war ja schon nicht schlecht in den letzten, so und jetzt, wo die 10 Jahre so Pause war, wo man jetzt so wieder gehypt ist, wo man Lust hat,
wo man mal auf einen Schlag wieder ein paar Euros ausgibt, denn billig ist es nicht. Sie sind nicht im EK eingekauft, sie sind im harten VK eingekauft. Sie sollen auch nicht verkauft werden, die sollen also wie gesagt ihre Wege hier finden. Hier wird ja alles komplett umgebaut, hier soll ja richtig Star Wars mäßig werden. Die Leute sollen mit einem Wow wieder rausgehen. Die sollen ganz normal reinkommen und mit einem Wow rausgehen. Und diesbezüglich brauche ich Cosplayer, Gestalter, Künstler, ach einfach alle. Ich brauche sie alle, um die Sendung so herzustellen, so wie ich sie mir denke, auch als Star Wars Games Workshop. Nur mit Star Wars Figuren und so. Wer mich mag, ich bin also nicht geboren worden, um gemocht zu werden. Also ich bin geboren worden, um tätig zu sein, und ich bin tätig und ich bin sehr hilfsbereit und bin auch ziemlich nett. Also wer mich mag, wird sicherlich auf seine Kosten kommen, und wer mich nicht mag, muss ja auch mich nicht mögen, denn er muss ja auch nicht vorbeikommen. So, ja, das war's. Das war wieder dieses Spontan-Video. Ihr konntet sehen, dass hier wieder Gäste waren, eine junge Dame. Wie gesagt, die wollte ich nicht gerade, weil das war eine Fotosession, die junge Dame brauchte Fotos. Habt ihr eben kurz gesehen, ist ja nicht so schlimm. So, die junge Dame hat die Fotos bekommen, weil wir nun mal Fotos und Filme machen. Übrigens, ihr könnt auch, wenn ihr Cosplayer seid, könnt ihr natürlich mit Uniform und ihr könnt, und dann machen wir auch schöne Fotos, die ihr dann auch mitnehmen könnt. Und wenn ihr euch zur Sendung anmeldet und wenn ihr bei der Sendung mitmachen möchtet, kein Thema, ich bezahle euch schon, das kriegen wir schon hin. Ja? Also eine Hand wäscht die andere. Es geht hier nicht um Geld verdienen, es geht hier nicht um Geld ausgeben, es geht hier um Spaß. Wer wirklich Spaß hat, der ist hier herzlich willkommen. Dass er keine Kosten haben wird, dafür wird gesorgt, das kriegen wir schon hin. Ja? Also jeder soll Win-Win-Situation. Win-Win, wir haben ganz, ganz viel Spaß bei laufender Kamera, machen daraus eine super Sendung und ja, vielleicht entwickelt sich dann in diesen 10 Jahren das, worum es geht. Es geht um die Celebration 2027, 50 Jahre Star Wars, und wir sind alle dabei. Ja, wir sind alle dabei, jung und alt und ganz alt. Ja, wir sind dann Star Wars von 1977 an bis 2027. Keine Firma, kein Kommerz, kein Disney, sondern wir. Wir, die Fans, die Figuren sammeln. Also ich persönlich sammle 6 Inch, 12 Inch, 30 cm, 50, also ab 6 cm, 10 cm aufwärts. 3,75 und die Mikros nur beim Star Wars Game Workshop, nur dort. Na, also im Star Wars Game Workshop ist aber meist auch wieder britisch oder amerikanisch, weil hier gibt es kaum weit und breit, außer die richtigen Game Workshops, wo also dann die anderen Sachen da gemacht werden, Game of Thrones und diverse andere kriegerische Spielchen, die sie dann da auf den Tabletops produzieren. Na? So, wollte ich nur mal gesagt haben. Ja, und es ging mir auch darum, weil Padma Amidala war nämlich einfach nicht auf den Conventions. Es ist ja auch eine Menge vorgefallen, beinahe hätte sie halt Pech gehabt mit dieser Rolle als Star Wars. Aber ist eine lange Geschichte, für mich ist das erledigt. Sie ist anerkannt bei mir, die Padma Amidala. Und natürlich Lea, das ist klar. Lea ist klar, ne? Version 1999, somit kriege ich das hin, dass die erste Star Wars, richtige Star Wars Show, also die richtige Star Wars Geschichte anfängt mit 1999, und ich freue mich wirklich, wenn die Dolls kommen, also die anderen Dolls, die ungefähr so ausschauen wie Lea, wie Padme von Hasbro. Hasbro bringt ab August 2017 die Dolls auf dem Markt und die Miniserie bei YouTube. Ja, also, ne? Ich finde es stark, dass ich sie wieder habe, muss ich sagen, das ist eine wunderschöne Erinnerung an 1999, wie ich diese erste Episode ins Leben rufen durfte für Sinister, Karstadt AG, in Iserlohn war richtig was los, wir hatten viele Fans, wir hatten an der Wasserstraße 6 eine riesige Games Comic Shop da in einem Bücherladen,
im ersten OG. Ne? Ist also lange ist es her, 1999. So, ich habe das, jetzt geht es in die nächste Version. Mal schauen, was man da noch findet, was da einem angeboten wird. Aber meistens sind die ja alle da. Ne? Also Padme fehlte mir, die ist halt nicht geliefert worden. Jetzt habe ich sie, ich habe jetzt Padme als Büste, als Queen Amidala. Und dann den die Classic Edition mit Leia und die Heroes Rebellion mit Padme. Ja, ich finde es toll. Ich finde es stark, ich finde es stark, ich finde es sehr gut, dass Harrison Ford aussieht wie Harrison Ford. Ne? Also ich finde es schon in Ordnung, dass der so aussieht, wie er aussieht. Also es wird schon eine schöne Geschichte werden. Vielleicht gehe ich heute Abend mal irgendwo hin, wo zu einer Firma, die ja ziemlich günstig die anbieten. Ja, vielleicht hole ich mir da ganz, ganz viele. Ihr merkt, ich bin wirklich auf dem Trip. Ich hau da so richtige Dollars da auf die Theke. Aber wie gesagt, es geht um die Sendung. Ich brauche was für die Sendung und ich brauche was, um hier zu dekorieren. Ja? Deswegen, ich muss jetzt Figuren besorgen, Sideshow, Hot Toys, 6 Inch und dann die alten Sachen von Hasbro. Und Kenner, vor allen Dingen Kenner kommt ja zurück. Und ja, in Orlando konnte man vieles schon sehen, aber wie gesagt, die Ware, das dauert schätzungsweise August, September, Oktober, wenn überhaupt November, kann man damit rechnen. Ich möchte auch die gesamte 40er, ne, der, also am 28. soll Darth Vader, 40 Jahre, die große Schachtel zum Ausstellen und dann sollen die anderen kommen dann dabei, werden dann dazu gepackt, sobald die lieferbar sind. Jo. Also hier der Shop, das soll Hot Toys und Sideshow werden. Wenn ich Glück habe, 10, 20 Figuren oder 100. Also Schmerzgrisse sind 100. Und der Rest auch so um die 100, 200 von schwarze Serie, Black Serie. Und dann so Zwischensachen. Also das hier irgendwann mal so um die 1000 Figuren als Kulisse dienlich. Muss man gucken, also ist ein Wahnsinnsumbau, auch die 1:1 Figuren, auch die Stormtrooper 1:1, Darth Vader in 1:1, die nehmen natürlich reichlich Platz weg. Ich hatte vorhin noch eine ältere Dame, die auch Star Wars mag, und da sagte sie auch, wenn sie das im Fernsehen sieht, ist das nicht so gruselig, wie wenn sie jetzt hier vor Ort steht und die Original sieht, ja, also ist schon, wenn man hier, wie gesagt, Original, ihr wisst, ihr Cosplayer wisst, wenn ihr auf taucht mit dem ganzen Kostüm, was da alles, der eine mag es, der andere mag es nicht, ne? Und dann entsteht das Ganze. Also ich bin schon stolz drauf, dass ich sie jetzt wieder habe, 1999. Die Sachen von 1977 werde ich wohl nicht bekommen, wo ich das zum ersten Mal, da die Preise, die sind ja auch viel zu hoch, die jetzt irgendwie einzukaufen. Ja, also das reicht und bin stolz, dass sie da sind. Ja, ich habe ziemlich lange mit ihr geliebäugelt, ich fand sie nicht schlecht. Ne? Wie gesagt, die Preise waren jetzt nicht gerade günstig, ja? Aber ne? Ist okay. Ja, warum sie jetzt so böse reinschaut, weiß ich auch nicht, aber ist halt so. Ne? Ja, man hätte vielleicht den Schauspieler besser treffen können, aber hat man halt nicht geschafft. Der Magnetverschluss ist super. Hier, die bleibt zu, ja, die bleibt zu, die geht doch auf. Ja, die hat ja dann mit diesen Stretch-Dingern hier, ne? Die Leia. Wäre natürlich toll, wenn Leia jetzt auch hundertprozentig wie Leia hätte reingeschaut, aber das hat damals nicht so hingehauen. Hier sieht sie ja auch nicht richtig aus wie die Schauspielerin, ne? Ist auch dieser Klettverschluss, also der Magnetverschluss gefällt mir besser wie der Klettverschluss. Ja, ihr merkt, jetzt ist Ruhe, jetzt habe ich mal ein paar Minuten Ruhe, da konnte ich mal wieder hier aufdrehen, in Ruhe berichten und in Ruhe eine Abhandlung über das heutige Geschehen. Ich mache jetzt nicht jeden Tag, um Gottes Willen. Im Moment ist halt so. Das war die Celebration, das sind so die Nachwehen, man schaut sich alles an und alles, man analysiert EP8, man unterhält sich mit den Künstlern und das alles und unser Eins ist ja nun mal beruflich und Hobby involviert und aber mehr Hobby jetzt, nicht mehr beruflich. Beruflich wird das nur noch als Dekoration irgendwann hier hängen,
es werden auch die Buchstaben besorgt und sobald ich grünes Licht habe mit diversen Künstlern, mit diversen Star Wars Fanclubs oder mit Star Wars eingetragenen Vereinen zu arbeiten, dann kann es ja nur noch mehr Spaß machen. Wir gehen ja jetzt auf den Winter zu. Hahaha. Ja, heute ist es ziemlich kalt gewesen. Nein, wir haben April. Bei einigen hat es geschneit, das ist richtig. Nein, wir gehen auf den Sommer zu. So, wir gehen auf den Sommer zu. Wir haben noch 8 Monate, dann kommt E8. Und dann haben wir wieder eine Kiste, also eine gesamte Kiste wieder mehr. Wir haben auch sicherlich dann neue Figuren mehr. Da kommen auch neue Schauspieler, da kommen auch da wieder neue Figuren. Also es wird jetzt jeden Monat wird irgendwas gemacht. Also jeden Monat irgendwie eine super teure Figur oder diverse kleine Figuren, je nachdem, wie mir danach ist, also wie man es für die Sendung braucht. Es gibt Old Republic Figuren, die sind nicht so angesagt, die purzeln in den Preisen mittlerweile. Dann kann man da halt hin und wieder mal zugreifen, um für Old Republic irgendwas zu machen. Reven mit 54, 76 Euro als kleine Figur, nicht als Black Serie, ist schon heftig, finde ich. Harrison jetzt für 39,95 ging nicht anders, ich kam nicht dazu. Ich habe den also auch schon für die Hälfte gesehen, aber ich habe jetzt wie gesagt 39,95 dafür bezahlt, damit ihr schon mal wisst, dass auch ich ganz normale Preise hier bezahle. Das sind jetzt hier ein paar hundert Euro für die wenigen Figuren, die hier geliefert wurden. Und egal, ich wollte sie haben und bin auch stolz drauf, dass ich sie habe. Und ich hoffe, dass das irgendwie was wird. So, ich hatte endlich mal ein bisschen Pause, jetzt gönne ich mir ein Käffchen und so weiter. Ja, an alle Cosplayer, an alle Gamer, an alle, die wirklich Star Wars mögen, vor allen Dingen Vereine, Star Wars Vereine, Duisburg, Dortmund, Oberhausen, Gelsenkirchen, München, Gladbach. Ich habe, wie gesagt, nur einen einzigen gefunden und der war in Dortmund. Und hier in der Stadt Essen finde ich einfach keine. Also es klappt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Deswegen mache ich eine Sendung, Spaß haben. Und wer mitmacht, ist herzlich willkommen. Das zum Verständnis der Kunden, wenn die Kunden durch Zufall das Video sehen. Grüße, hi!